Hier sehen Sie uns, die jetzt hier in Heidelberg im Büro sitzen. An meiner Seite ist die Frau Ehinger, die heute den Großteil der Systempräsentation live in SAP SuccessFactors machen wird. Der Herr Bosnack von SAP aus Berlin, der heute einige Worte zum Thema HR-Management mit SuccessFactors verlieren wird. Und der ganz rechts, Klaus Kräft, das bin ich, der sich ein bisschen durch die Veranstaltung führen wird, am Anfang etwas zu TDS sagen wird und am Ende vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung bringt. Wie sieht das konkret aus? Das ist die geplante Agenda. Wie gesagt, ganz kurz zu Beginn die Vorstellung von TTS. Dann etwas über HR im Wandel, SAP SuccessFactors vom Herrn Wozniak. Dann der allergrößte Teil, und darauf legen wir heute auch Wert, Ihnen einfach mal einen Eindruck zu geben von der Lösung. Wie sieht das aus? Wie bedient man das? Was für Module hat es da? Welche Prozesse gibt es? Von meiner Kollegin Frau Ehinger, und am Ende noch die besagte Zusammenfassung des Ganzen, vielleicht ein kleiner Blick in typische Projekte mit SuccessFactors. Starten wir mal mit TTS. SAP kennt man natürlich, TTS vielleicht nicht jeder, der heute im Call ist, deswegen noch ein, zwei Folien, wie gesagt, ganz kurz über uns, die TTS GmbH. Und in diesem schönen Haus sitzen wir gerade eben und sprechen zu Ihnen. Das Wetter ist draußen, aber nicht ganz so schön wie hier auf dem Foto. Wir sind ein spezialisiertes Beratungshaus für Talentmanagement und Corporate Learning. Das heißt, wir machen nur das. Wir haben uns von Anfang an auf diese Themen spezialisiert. Und zu Talentmanagement und Corporate Learning auch eine enge Verbindung, eine enge Partnerschaft mit SAP. Wir sind seit über 15 Jahren am Markt, damit schon wirklich ein geradezu altes Unternehmen in dieser Branche, und ja, wichtig ist uns wirklich diese Verlässlichkeit am Markt. Hier ein paar wenige Fakten über uns, über die TTS, die Größe: Wir sind etwa 220 Mitarbeiter. Das ist sicher im Vergleich zu einer SAP oder anderen großen Häusern nicht so groß, aber mit diesem spezialisierten Fokus nur Corporate Learning und Talent Management sind wir sicher das größte spezialisierte Beratungshaus am Markt. Wir haben recht viele große Kunden. Ich erspare mir jetzt eine riesige Referenzliste, aber durch diese branchenübergreifenden Ansatz im Bereich Learning und Talent Management haben wir wirklich sehr große Kunden aus allen möglichen Branchen, die wir mit unseren Leistungen, Sie sehen es dort rechts in dieser Übersicht, Talent Management, Training, E-Learning und Performance Support beliefern. Ganz zentral unsere Produkte und Dienstleistungen eben HCM-Beratung, SuccessFactors und SAP. Da haben wir eine sehr starke Nähe zu SAP. Wir bieten auch gerade im Kontext Learning, aber auch Talent Management, entsprechende strategische Beratung. Wir haben dazu Change Management Experten, und wir haben auch eine In-House E-Learning Agentur, die zu den verschiedenen Themen schöne Lernprogramme bauen kann. Soweit mal zur Vorrede ganz kurz über TTS, über unser Team, und ich habe jetzt das Vergnügen, an den Kollegen von SAP, Herrn Bosnack, übergeben zu dürfen. So, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe für euch auch bloß drei Folien heute aufbereitet, denn wie gesagt, das Merkmal ist die Demo. Wir wollen euch zeigen, was man alles Schönes machen kann heutzutage in der HR. Ja, das Thema HR im Wandel. Seit den Zeiten, wo 1986 die SAP mit dem ersten HR-Modul rausgekommen ist und sogar auch die SuccessFactors zur Jahrtausendwende gestartet sind, hat sich ja einiges auch getan im Sinne, die HR ist nicht nur mehr dafür da, dass die Lohnabrechnung funktioniert, heutzutage ja auch schon automatisiert. Allerdings muss man sich mit neuen Problemen und Herausforderungen auch im Personalmanagement stellen. Heutzutage haben wir ja oftmals schon 5 Generationen in einem Unternehmen. Der Einfluss der Millennials verlangt nach einer moderneren und dynamischeren Arbeitsweise. Allerdings natürlich darf man halt nicht die älteren Kollegen aus dem Augenmerk lassen. Mit einem sehr großen Trend, den wir jetzt sehen, aktuell hauptsächlich in den USA, allerdings das lässt sich nicht vermeiden, dass das auch hier in Europa bei uns auftaucht, ist das Thema Zeitarbeiter. Der Trend wächst stetig. Man möchte agiler sein, und halt, es ist praktisch und auch finanziell viel interessanter, halt bei bestimmten Projekten wirklich Zeitarbeiter einzusetzen. Zudem
stellt man sich der Herausforderung, okay, wie vereinfache ich und vereinheitliche ich bestimmte Prozesse in meiner HR. Es geht da darum, dass bestimmte Prozesse mittlerweile auch wirklich schlanker gestaltet werden können. Es muss nicht alles kompliziert sein und über 30 Stellen gehen, verschiedene Anträge oder da meine ich jetzt zum Beispiel auch das, der gesamte Bewerbeprozess. Es ist jetzt nicht mehr notwendig, dass da viel Papierkram mit dazugehört und dass man ständig warten muss, bis der eine oder andere Entscheider dann seine Zustimmung gibt oder halt das Gegenteil. Und natürlich eines der Top 3 Prioritäten jedes Geschäftsführers ist auf jeden Fall auch die Talente für die Zukunft erkennen und auch entwickeln. Damit meinen wir natürlich auch das Thema, wo finde ich die Talente, die ich suche, und natürlich, wie entwickle ich Personen in meiner Firma, die ich halten möchte, die ich fördern möchte, wie finde ich das Potenzial heraus, ob es sich überhaupt rentiert und lohnt, zusätzliche Investitionen in den einen oder anderen Mitarbeiter zu tätigen. Natürlich ist ja auch ein ganz großes Thema heutzutage, wie die HR auch tatsächlich als Businesspartner in den obersten Geschäftsetagen auch wahrgenommen wird. Also, Unternehmen stellen sich natürlich grundsätzliche Geschäftsziele im Sinne, wie erreiche ich den optimalen Umsatzwachstum, Thema Gewinnsteigerung, sprich, wie mache ich meine Prozesse schlanker, wie arbeite ich effektiver, ob es jetzt in der Produktion ist oder halt zum Beispiel auch im Personal, in der Personalwirtschaft. Und natürlich auch Thema wie Kundentreue und die Unternehmenswertsteigerung sind extrem relevant. Diese Geschäftsergebnisse, die man anstrebt, erreicht man grundsätzlich über verschiedene Geschäftsstrategien, die verfolgen organisches Wachstum, Fusionen und Zukäufe. Und natürlich ein Thema ist auch immer Kundenbindung. Im Sinne, natürlich möchte ich, wenn ich was verkaufe, auch immer wieder den Kunden erreichen und den auch binden. Und natürlich stellt sich die Frage, vor allem durch die Europäische Union gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen europäischen Ländern relativ einfach Geschäftsstellen zu öffnen, wo halt man nicht nur recht gut entwickelte Talente bereits hat, weil das Schulsystem zum Beispiel in osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern nicht wirklich viel schlechter ist. Zugleich allerdings durch die Situation in diesen Ländern, ja, sind sie ein bisschen günstiger. Und das heißt, wie finde ich auch die richtige Entscheidung, in welches Land ich zum Beispiel gehen möchte, um da eine Geschäftsstelle zu öffnen? Ja, und in dem Zusammenhang gibt es natürlich die Frage, gerade im HR-Bereich, okay, wie kann ich dazu beitragen? Wie erhöhe ich die Effizienz? Wie erreiche ich einen Einblick in meine Person, in meine Mitarbeiter im Sinne wieder das Thema Talentmanagement? Und natürlich stellt sich die Frage, will ich tatsächlich auch leistungsgerecht vergüten? Und wie messe ich das? Welche Ziele werde ich stellen? Wie finde ich die Führungskräfte der Zukunft und auf welche Art muss ich sie entwickeln? Sind es E-Learnings oder zum Beispiel klassische Learning-Schulungen im Sinne Seminare oder so? Und natürlich, das Thema Talentpool ist ja auch extrem relevant, denn heutzutage gibt es in bestimmten Branchen schon noch Bewerber, die man erstmal überhaupt dazu bringen muss, dass das Unternehmen für die attraktiv ist. Und wenn sie sich dann bewerben und zum Beispiel jetzt keine Stelle offen ist, möchte ich ja potenziell auf den einen oder anderen Bewerber auch wieder zugreifen können. So, das wäre kurz in dem Sinne mein Einstieg gewesen und mein Beitrag zu dem Thema. Und jetzt übergebe ich an die Frau Ehinger und lassen Sie uns in die Demo reinschauen.
wie das System aussieht. Vielen Dank, Herr Rosnack. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist, wie die Oberfläche von SuccessFactors aussieht, wie leicht das System tatsächlich zu bedienen ist, wie ansprechendes Design ist. Das können Sie jetzt hier schon auf der Startseite gleich sehen. Ich werde Ihnen einige Grundfunktionalitäten des Systems zeigen und vor allem werde ich auf die Themen Recruiting eingehen, dann das Thema Performance Management und zum Abschluss das Team Learning. Das bedeutet, wir werden tatsächlich einen kleinen Teil des Lebenszyklus eines Mitarbeiters im Unternehmen verfolgen und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie diese HR-Prozesse im SuccessFactors-System abbilden können. Starten wir jetzt gleich mit der Oberfläche. Sie sehen schon, dass das Design tatsächlich sehr neu ist, ganz anders vielleicht auch, wie Sie von Produkten, die Sie aktuell für Personalmanagement in Ihrem Unternehmen haben. Es ist ein ganz neues Design und was ich auch hier eventuell sehen können, ist, dass dieses Design auch anpassbar ist. Wir haben zum Beispiel jetzt das Design von unserer Firma TTS hergenommen. Sie sehen es an dem Logo rechts oben und auch an den Bildern, die wir hier auf der Homepage sehen. Das bedeutet, es ist tatsächlich anpassbar an Ihr Unternehmen. Die Homepage ist ein ganz wichtiger Platz im SuccessFactors-System, dadurch, dass sie schon sehr viele Funktionen auf einen Blick bietet. Ich bin jetzt als Manager eingeloggt im System. Das bedeutet, ich habe eine Managerfunktion im Unternehmen und auch Mitarbeiter. Auf der Homepage habe ich daher eine Übersicht über mein Team. Das findet sich auf der linken Seite. Und dort habe ich die Fotos von meinem Team aufgestellt und kann da über diese Fotos schon einige Funktionen abrufen, indem ich zum Beispiel mir die kurzen Mitarbeiterdaten anschaue. Hier oben sehe ich zum Beispiel die Telefonnummer. Zusätzlich sehe ich aber auch die To-Dos meiner Mitarbeiter, die hier in diesem Beispiel entweder extrem ausfallen. Der Mitarbeiter hat hier tatsächlich 7 offene Punkte im Personalmanagementprozess, die er noch bearbeiten muss. Ich kann hier von diesem kurzen Übersicht auch schon abspringen in den Punkt Aktionen. Der Punkt Aktionen führt mich zum Beispiel in die Personalstammdaten, das Employee Central bei SuccessFactors. In den Personalstammdaten sehe ich alles über meinen Mitarbeiter, was mir als Manager freigestellt wurde, zum Beispiel das Gehalt, die aktuelle Anstellung und alles, was mich an diesen Mitarbeiter interessiert. Hier könnte ich zum Beispiel auch direkt abspringen in offene Urlaubsanträge des Mitarbeiters oder sonstige Aktionen ausführen, wie Beförderungen, Gehaltserhöhungen zu beantragen. Was auch eine sehr gute Funktion ist, sind die Notes. Hier kann ich meine Notizen zum Mitarbeiter zum Beispiel zu einer sehr guten Projektperformance ablegen, reinschreiben und diese kann ich am Ende des Jahres, wenn ich den Mitarbeiter bewerten möchte, wieder hervornehmen. Das bedeutet, es ist ein internes kleines Notizbuch für mich als Manager, das ich hier schon nutzen kann. Zusätzlich habe ich über mich selbst Informationen im System, denn ich bin ja schließlich auch ein Mitarbeiter und hier sehe ich das Mitarbeiterinfo über mich selbst und ich sehe schon, ich habe noch was zu tun. Mein Profil ist nur zu 90%. Wenn ich hier in diesen Punkt abspringen würde, könnte ich an meinem eigenen Mitarbeiterprofil arbeiten. Eine sehr wichtige Funktion ist auch die To-Do-Liste für mich als Manager im Unternehmen, denn hier zeigt es mir alle To-Dos an, die ich aktuell noch offen stehen habe, sei es das Recruiting, sei es Performance-Evaluationen oder auch offene Qualifikationsmaßnahmen, die für mich oder mein Team offen sind. Das bedeutet, dass die Homepage für mich als Manager extrem wichtig ist, weil es viele Dinge zusammenfasst, die ich als Manager noch tun soll. Ich habe also offene Prozesse immer im Blick. Jetzt wollen wir genauer in die Module mal einsteigen und wie vorher schon gesagt, möchte ich mit dem Teil Recruiting beginnen, denn das Recruiting ist normalerweise der erste Kontakt eines Mitarbeiters im Unternehmen. Als Hiring Manager möchte ich einen Mitarbeiter rekrutieren und das kann ich im Modul Recruiting im SuccessFactors abbilden. Um auf dieses Modul zu kommen, navigiere ich immer über dieses Home-Menü und hier kann ich auf alle Module zugreifen, die ich als Unternehmen im Einsatz habe. Es ist eine leichte Navigation von Thema zu Thema. Ich wähle jetzt das Recruiting aus und springe somit in meinen Recruiting-Vorgang rein. Und
was ist für mich wichtig als Hiring Manager? Ich möchte ganz schnell sehen, wie viele Stellen ich aktuell offen habe, an was bin ich gerade dran, wie viele Kandidaten habe ich in der Kandidatenpipeline, wie stehen die Positionen, wie viele neue Kandidaten habe ich. Ich möchte das möglichst auf einer Seite, weil als Hiring Manager habe ich eventuell nicht viel Zeit für HR-Prozesse. Deswegen sind diese Übersichten für mich immer besonders hilfreich. Ich sehe hier schon in dieser Übersicht, dass ich mehrere Stellen im Team offen habe, wo ich selbst der Hiring Manager bin oder eventuell ein Teammitglied, der selbst noch Mitarbeiter unter sich hat. Ich sehe auch den Fortschritt auf einen Blick schon, wo stehe ich mit meinen Positionen und wie viele Kandidaten gibt es aktuell. Ich sehe auch, dass es neue Kandidaten gibt, die ich mir noch nicht angeschaut habe und bei denen ich vielleicht etwas tun muss. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf die erste Position, denn da sehe ich, dass es einen neuen Kandidaten gibt. Ich möchte mir direkt die Kandidaten anschauen, deswegen gehe ich in den Kandidatenbereich. Und auch im Kandidatenbereich gibt es für den Hiring Manager eine sehr gute Übersicht, die ihm zeigt, welche Kandidaten sich in welchem Status befinden. Auf der oberen Leiste sehe ich, dass gerade drei Kandidaten neu sind. Das bedeutet, ich habe die noch nicht bewertet und sie sind auch noch nicht zum Beispiel im Interview-Status. Ich sehe aber auch, dass zum Beispiel dass wir einen Kandidaten schon in Ordner rejected, also abgelehnt haben. Ich interessiere mich natürlich für die neuen Kandidaten und die sind hier unten aufgelistet im Status New Application, also neuer Kandidateneingang. Ich sehe sie hier als Liste, aber ich kann mir natürlich auch die Daten der Mitarbeiter anschauen. Und wenn ich mir die Details anschauen möchte, um die Mitarbeiter eventuell bewerten zu können, ob mich mit meinem Recruiter abzustimmen, komme ich ganz schnell von der Übersichtsliste in die Detailinformationen. Ich sehe hier ganz wichtig Kontaktdaten für den Mitarbeiter und am wichtigsten ist für mich vielleicht auch als Manager das Resümee, also den Lebenslauf oder sonstige Anhänge, die er mir hochgeladen hat. Ich könnte mich auch hier auf dieser Plattform mit dem Recruiter austauschen, indem ich Kommentare zum Bewerber eingebe, die der Recruiter dann lesen kann. Das bedeutet, diese Plattform ist nicht nur für mich als Hiring Manager da, sondern auch für den Recruiter und für mich als Austauschplattform gedacht. Über diese Plattform kann ich Kommunikation mit dem Kandidaten machen, indem ich zum Beispiel eine E-Mail versende oder ein Meeting aufsetze für ein Interview. Das bedeutet, alles, was ich mit diesem Kandidaten mache, ob ich ihn anschaue, ob ich ihn screene, ob ich ihn weiterleite, ob ich Kommunikation versende, kann ich direkt über diese Plattform machen. Soweit zum Recruiting. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie es weitergeht mit dem Mitarbeiter im Unternehmen. Stellen wir uns vor, wir haben erfolgreich einen Mitarbeiter gefunden. Er arbeitet jetzt bei uns schon ungefähr ein Jahr im Unternehmen. Wir haben am Anfang vom Jahr Ziele festgelegt und am Ende des Jahres steht ein Performance-Feedback mit dem Mitarbeiter an. Dieses Performance-Feedback kann ich natürlich auch im SuccessFactors abbilden. Dazu ist das Modul Performance und Goals da. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie ein Performance-Formular aussehen könnte, auf dem ich und der Mitarbeiter zusammen seine Leistung bewerten kann. Dazu springe ich wieder über das Home-Menü in den Bereich Performance, weil hier die Performance-Daten oder Formulare für meinen Mitarbeiter angelegt sind. Ich habe hier eine Inbox, weil ich natürlich mehrere Mitarbeiter unter mir habe und mehrere Formulare. Ich wähle mir also einen die Mitarbeiter aus, den ich mir anschauen möchte und dann erscheint sofort das Formular. Das Formular unterscheidet sich vielleicht gar nicht so unbedingt von dem Formular, das Sie im Unternehmen haben, nur dass Sie es im Moment vielleicht auf Excel oder auf Word haben oder sogar als Papierform und wir haben das Formular hier in einer Online-Form, das wir online bearbeiten können und auch online zum Mitarbeiter schicken können und zwischen den einzelnen Prozessen wechseln können. Für mich als Manager ist es sehr wichtig zu sehen, was sind die einzelnen Schritte im HR-Prozess. Das bedeutet, ein zentraler Punkt ist wirklich die Roadmap, die sogenannte Roadmap, die beschreibt, welche Schritte ein Mitarbeiter und ein Manager im Performance-Prozess durchlaufen. Ich habe hier zum Beispiel als ersten Schritt das Employee Self-Assessment. Der Mitarbeiter muss sich in diesem Prozess also erstmal selbst bewerten.
dadurch, dass hier ein mit einem grünen Haken gekennzeichnet ist, sehe ich, dass der Mitarbeiter das schon getan hat und dass ich jetzt als Manager dran bin. Ich sehe aber auch, dass der nächste Schritt ist, dass es ein One-on-One-Meeting gibt, mit dem ich mich mit meinem Mitarbeiter zusammensetze und diese Bewertung nochmal bespreche. Und dann endet der Prozess schon, indem ich als Manager das Formular unterschreibe und dann ist es abgeschlossen. Das bedeutet, ich habe immer im Blick, wo ich gerade stehe und der Mitarbeiter hat die gleiche Sicht, denn er sieht auch, dass er seinen Teil schon getan hat und dass sein Manager jetzt zum Beispiel dran ist. Natürlich tauchen auf dem Performance-Formular die Ziele auf, die ich mit meinem Mitarbeiter vorher festgelegt habe. Man sieht sie hier als Satz dargestellt. Die Bewertung ist sehr einfach, denn ich nehme einfach eine Bewertungsskala, die ich hinterlege, hier eine 5er-Skala, und klicke einfach die Bewertung an, hier mit Sternchen dargestellt, die ich dem Mitarbeiter geben möchte. Zusätzlich kann ich noch einen Kommentar hinterlegen. In dem Fall gab es ein Mitarbeiterassessment von sich selbst, das sehe ich hier auf der rechten Seite. Wie hat sich der Mitarbeiter selbst bewertet? So gehe ich einfach durch das Formular und bewerte jedes einzelne Ziel mit Sternchen und Kommentaren. Ich fahre gerade mal runter auf der Seite, da sind die einzelnen Ziele dargestellt. Als zweiten Punkt im Unternehmen haben wir zum Beispiel Kompetenzen. Dann neben den Zielen sind bei uns auch die Kompetenzen wichtig und wie der Mitarbeiter da abschneidet. Deswegen bewerte ich auch neben den Zielen die Kompetenzen. Wiederum fahre ich runter, wir haben ziemlich viele Kompetenzen hier. Das bedeutet, ich gehe durch alle Kompetenzen durch und bewerte sie. Am Ende habe ich auch noch einen Entwicklungsplan für den Mitarbeiter, den Development Plan. Hier habe ich die Möglichkeit, für Punkte, wo er dieses Jahr noch Entwicklungsbedarf hat, konkrete Entwicklungsziele aufzuschreiben. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, ich kann auch direkt aus dem Modul Learning, da komme ich später nochmal dazu, Entwicklungsbedarfe durch geeignete Maßnahmen besetzen, Maßnahmen aus dem Lernkatalog auswählen und sicher hier auf dem Entwicklungsplan schon niederschreiben. Wiederum habe ich hier mehrere Ziele definiert für den Mitarbeiter, in dem er sich entwickeln kann. Ich scrolle mal bis zum Ende, denn am Ende sehen Sie das, was eventuell vielleicht auch wichtig ist am Ende, für einen weiteren Schritt. Wir haben hier ein Calculated Rating, das ist der Durchschnitt meiner Bewertung für diesen Mitarbeiter. Mit diesem Wert kann ich eventuell weitere Prozesse steuern im Unternehmen, indem ich diesen Wert heranziehe für eventuelle Gehaltserhöhungen oder Bonusauszahlungen, variable Vergütungsbestandteile im Unternehmen. Da ist wieder der Punkt, die Verknüpfung da zum Modul Compensation, das ich Ihnen heute leider nicht vorstellen kann. Diesen Wert könnte ich zum Beispiel übertragen in das Modul Compensation, um da automatisch Bonusauszahlen berechnen zu lassen. Nun möchte ich aber noch auf ein Modul eingehen, und zwar haben wir es jetzt gerade schon gesehen, der Mitarbeiter hat noch Entwicklungsbedarf und ich habe in mir Learnings, bedeutet Qualifizierungsmaßnahmen ausgesucht für den Mitarbeiter, die wir jetzt festgelegt haben. Um diese Qualifizierungsmaßnahmen durchführen zu können, muss er natürlich ein geeignetes Online-Training oder auch eine Schulung absolvieren und diese finden wir in dem Bereich Learning. Dazu wechsle ich mal in eine andere Instanz, in der ich das Learning hinterlegt habe. Ich navigiere wieder über den Home-Button in das Modul Learning rein. Auf meiner Startseite im Learning sehe ich für mich als Managerin meinen Zielplan, denn ich selbst habe eventuell auch Entwicklungsbedarfe. Das bedeutet, unter My Learning Assignments, also meine Lernziele, sehe ich, welche Kurse aktuell für mich ausgesucht wurden oder welche Kurse ich selbst ausgesucht habe. Ich sehe es hier als Zeitstrahl angesagt, welche Kurse sollte ich schon lange mal bearbeiten, welche finden nächste Woche statt und welche Kurse, finden wir weiter unten, habe ich vielleicht, die kein spezielles Datum haben, aber die ich einfach erledigen sollte. Das bedeutet, ich sehe auch auf einer Sicht gleich, was sind meine Kurse, was ist mein Lernplan. Über diesen Lernplan kann ich in die Kurse abspringen, wenn es zum Beispiel ein E-Learning ist, direkt auf der Plattform bearbeiten. Zusätzlich habe ich hier natürlich einen Absprung in den Lernkatalog,
Ich kann hier nach Kursen suchen und mir diese zuweisen. Als Manager habe ich auch das Interesse daran zu sehen, wie meine Mitarbeiter ihre Qualifikationsmaßnahmen bearbeiten. Das bedeutet, ich habe auch immer einen Button My Team. Das bedeutet, ich wechsle von meiner eigenen Lerneransicht auf das My Team. Und hier auf der linken Seite habe ich alle meine Mitarbeiter, die an mich berichten. Und auf der rechten Seite kann ich mir pro Mitarbeiter den Lernplan meines Teams anschauen. Wie weit sind sie? Welche Kurse haben sie abgeschlossen? Welche müssen sie noch tun? Und als Manager könnte ich hier auch wiederum im Lernkatalog suchen, um meinen Teammitgliedern geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zuzuweisen. Hier also wieder auch schön diese Übersichten, auf die ich erstmal einen guten Überblick bekomme und nachher in den einzelnen Punkt, in die einzelnen Funktionen abspringen kann. Das war soweit meine kleine Präsentation. Sie sehen, es gibt viel noch zu erzählen. Wenn Sie dann interessiert sind, können wir gerne für Sie speziell weitere Demos natürlich machen. Ich hoffe, Sie haben jetzt erstmal einen guten Einblick bekommen, wie das Modul aussieht, wie die einzelnen Module aussehen, welche Funktionen es gibt und wie einfach auch die Bedienung im SuccessFactors-System ist. Jetzt gebe ich wieder zurück an meinen Kollegen, der Sie noch ein bisschen weiter in die SuccessFactors-Welt einführen wird. Ja, dazu müssen wir gerade mal kurz umschalten auf die Präsentation und die grüne, grellgrüne Folie. Sehr gut. Ja, zum Abschluss noch ein paar Folien über SuccessFactors, über die positive Art und wie ein solches Implementierungsprojekt aussehen könnte. In einem ersten Schritt hier nochmal auch etwas Werbung. Und zwar gibt es ja internationale Agenturen, die jetzt Software vergleichen, und es fällt auf, dass bei jeder dieser renommierten Einrichtungen in den letzten Jahren SuccessFactors als Software immer die Position rechts oben eingenommen hat. Kurz zusammengefasst ist rechts oben das, was das Marktpotenzial und die Funktionalität anbetrifft, immer die beste Position. Und wenn man auch sagt, das sind amerikanische Unternehmen und vielleicht haben die nicht alle und jede Software im Blick, fällt auch auf, dass wirklich alle SuccessFactors immer als führende Software sehen. Da muss ja was dran sein. Schauen wir uns mal an. Wir haben ja gerade live im System geguckt, was ist denn alles dabei bei SuccessFactors? Was umfasst denn dieses System alles? Und das ist die recht bekannte Wolkendarstellung, in der die verschiedenen Module aufgelistet sind. Wir haben es ja gerade eben live gesehen, aber hier vielleicht nochmal wirklich symbolisch in der Übersicht. Wir haben die Themen Performance und Goals, also den ganzen Bereich Zielvereinbarungen. Wir haben mit Workforce Planning ein Tool, das so in einer Simulation quasi Entwicklung von Mitarbeiterzahlen eher für sehr große Unternehmen abbilden kann. Wir haben das Modul Recruiting. Da können Sie auch mal auf der Webseite von TT-S schauen. Das haben wir selber auch im Einsatz. Oder auch Unternehmen wie Harley-Davidson, die das vielleicht noch schöner gemacht haben. Ein sehr tolles E-Recruiting-Werkzeug, das auch noch erweitert werden kann um Recruiting-Marketing, das dann also hereinreicht bis in verschiedene Social-Media-Plattformen. Also wirklich sehr, sehr modern. Wir haben das Onboarding-Modul, wo man Mitarbeiter quasi sehr gezielt einarbeiten lassen kann in einer Kombination aus Lernangeboten, Terminen mit Vorgesetzten, Einarbeitungsphasen und so weiter. Wir haben die Compensation als Möglichkeit, eben Bonus, Sonderzahlungen, Gehalt und so weiter zuzuordnen, zu verteilen, auch dem Manager Freiheiten, auch sehr, wie soll ich sagen, sehr übersichtliche Möglichkeiten zu geben, die Zahlungen auch leistungsgerecht zuzuordnen. Wir haben das sehr mächtige Modul Learning, ein vollumfängliches Learning Management System. Wir haben das Succession Modul, die Nachfolgeplanung. Und wir haben ganz rechts, sehen Sie noch SAP GEM. Das kann man sich so vorstellen wie ein internes Facebook und ein sehr mächtiges Analytikwerkzeug. Wobei aber neben einzelnen Modulen auch schon sehr viele Analysemöglichkeiten, sehr viele Reports zu finden sind. Über alle Module hinweg ist es also wirklich ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, den Mitarbeiter zu finden, zu fördern und zu halten. Und das Ganze basiert, dort unten sieht man es eben noch immer mehr auch auf einer Employee Central Plattform, wo man sagt, man kann mittlerweile auch die komplette Stammdatenverwaltung, das HR Core System ebenfalls in diesem System abbilden. Das Ganze hat nicht von ungefähr jetzt das Symbol einer Wolke. Das Ganze ist eine Cloud Software. Was bedeutet das? Das haben Sie vielleicht schon öfters mal gehört. SAP bezeichnet sich mittlerweile
selbst als Cloud Company und pusht dieses Thema sehr stark. Cloud ist ja eng verknüpft mit dem Begriff Software as a Service. Software as a Service heißt einfach eine neue Form, Dinge oder Software zu bezahlen. Sie zahlen also nicht mehr eine Lizenz, Sie kaufen keine Lizenz mehr, sondern Sie kaufen die Nutzung, Sie mieten quasi die Software für eine bestimmte Zeit. Und die Software ist dann nicht mehr bei Ihnen im Hause, sondern die Software ist auf einem Server, sehr sicher und sehr modern, auf einem Server von SAP, in der Regel für die deutschen Kunden auf einem Server in St. Leon Roth, kann man sich auch mal anschauen, wenn man es bei seinem SAP-Ansprechpartner beantragt, da gibt es auch Führung durch das Rechenzentrum, aber ans Herz kommen Sie natürlich nie ran, das ist sicher. Ein einfacher Zugriff über den Browser ist auch kennzeichnend. Wir haben es ja gerade gesehen in der Demonstration von Frau Enger. Der Browser reicht, Sie müssen nichts installieren. Das kommt eben via Internet zu Ihnen. Schnelle Implementierung, dadurch, dass die Sache eben eine Standardsoftware ist, die über Internet zu Ihnen kommt, ist es auch schneller implementierbar oder konfigurierbar. Die schnelle Verfügbarkeit von Innovationen, SuccessFactors datet ab, Vierteljahr ab, Sie kriegen also sehr schnell die Neuerung. Das ist auch kein Riesenaufwand, wie es sonst in Upgrade-Projekten in der alten SAP-Welt ist, sondern Sie schalten einfach neue Funktionen frei. Der klitzekleine Nachteil, aber das ist für viele Kunden vielleicht auch heilsam, ist, es gibt keine kundeneigenen Entwicklungen mehr. Sie nehmen die Software so, wie sie ist. Natürlich hat sie unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten, aber wenn Ihnen das nicht reicht, gibt es keine Möglichkeiten, selbst an der Software herumzuschrauben, dann müssten Sie Ihre Prozesse an die Software anpassen. Die Daten sind ebenfalls in der Cloud. Wir haben es auch gerade gesehen, ein ganz modernes Interface, wer die alten graublauen SAP-Oberflächen kennt, wird überrascht sein, dass auch das SAP ist, dass SAP so aussehen kann. Eine intuitive Bedienung und natürlich ist es die Software, auf die SAP setzt. Und wenn der Branchen- und Marktführer auf etwas setzt und sagt, das ist die Zukunft, dann ist man, wenn man als Unternehmen auch darauf setzt, sicher nicht falsch beraten. Vielleicht nochmal, was bedeutet das für die Fachabteilungen, für die HR-Abteilungen? Die Implementierung ist einfacher, wurde auf der vorderen Seite schon genannt. Die ganze Vorgehensweise ist etwas anders. Wir fangen, wenn wir TTS zu Kunden gehen, sehr früh an mit Prototypen zu arbeiten. Sie werden sehr früh eingebunden als Fachabteilung. Sie sehen die Software, so wie Sie sie gerade eben schon gesehen haben, können wir von Anfang an mit einer vorhandenen Software mit Ihnen sprechen und dann die Einstellungen vornehmen. Man spricht dann eben auch von Konfiguration, nicht mehr von Customizen. Wir orientieren uns am Prozess und weniger an der Software. Es ist eine einfache Oberfläche. Und zusammengefasst führt es dazu, dass eben anders als früher nicht mehr die IT eigentlich die führende Rolle spielt, was durchaus spielt sie auch mit und spricht auch mit, aber viel mehr als bisher sprechen eben auch die Fachabteilungen und hier eben insbesondere die HR-Abteilung mit, die ihr Fachwissen direkt in das Projekt einbringen können. Ganz zum Schluss noch, wie könnte ein solches Projekt aussehen? Es gibt eine Standard-Implementierungsmethode, die SuccessFactors empfiehlt. Wir von TTS haben jetzt mit dieser jungen Software schon sehr, sehr viel Projekterfahrung und haben also nach eigenem Wissen ein klein bisschen noch angepasst, aber im Wesentlichen ist das die Standard-Implementierungsmethode. Es gibt eine sehr intensive Vorbereitungsphase, weil unabhängig von der Software, die Sie einsetzen und auch unabhängig von der, wie soll ich sagen, der einfachen Implementierung geht es ja immer noch darum, dass wir Ihre Prozesse in der Software abbilden. Und wenn wir Ihre Prozesse in der Software abbilden, müssen wir Ihre Prozesse auch verstehen, müssen wir darüber mit Ihnen reden, müssen wir in sehr intensiven Workshops verstehen, wie Sie denn Ihre Formulare versenden, wer denn was freigibt, wer wann informiert wird, wie Ihr CI aussieht und. Und das ist unabhängig von der Software immer etwas, was wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, in Prozessgrafiken, in Workshop-Dokumenten und so weiter. Diese intensive Vorbereitungsphase geht dann natürlich über eine Realisierungsphase. Wir stellen Ihnen auf Basis der Vorbereitung sehr früh eine initiale Konfiguration zur Verfügung. Das, was ich vorhin sagte, Sie gehen quasi schon in der Realisierung, in der Implementierung gleich von Anfang an mit den Prototypen ans Werk. Wir sitzen also in Workshops und schauen uns das Ding an und passen es dann an. Und das erfolgt iterativ. Also der erste Wurf ist natürlich noch nicht der finale, da haben wir alles, was wir mitgenommen haben aus den Workshops, mal eingebaut und dann geht es ins Detail. Dann haben wir ein entsprechendes Workbook, das wir mit Ihnen ausfüllen, es besteht aus ganz vielen einzelnen Items, Teile haben wir schon vorgefüllt und besprechen es noch mit Ihnen, geben Ihnen da Empfehlungen, Teile müssen wir aber auch ausdiskutieren, wie Sie es nun haben wollen. Und diese Konfiguration wiederholt sich dann in der Regel 2 bis 3 in Ausnahmefällen auch 4-mal, bis Sie final sagen, das ist es jetzt,
Damit sind wir zufrieden, so ist es wie besprochen. Und nach dieser Realisierung erfolgt, wie bei jeder Software auch, eine Testphase, wo Sie eben mit einem Set von Testdaten verschiedene Tests durchlaufen. Auch hier haben wir von TTS, wie in den anderen Projektphasen, auch schon sehr viel für Sie vorbereitet. Sie kriegen von uns Testskripts, Sie kriegen Beispiele, Sie kriegen Empfehlungen. Wir begleiten das. Und zu guter Letzt, das Ziel des Ganzen ist natürlich die Live-Sitzung. Auch hier lassen wir Sie nicht allein. Auch hier gibt es eine intensive Planung. Es gibt Cut-Over-Planung, wenn Sie eine alte Software ablösen. Es gibt Migrationsherausforderungen, wenn Sie alte Daten ins System bringen wollen, zum Beispiel Lernhistorien im Learning-Modul oder viele andere auch. Und dann schließlich geht die Sache Go Live und wird von uns nochmal unterstützt in der Hyper-Care-Phase. So kann man sich ein Projekt vorstellen. Das Schöne ist für Sie als Kunden, ein solches Projekt ist schneller als andere IT-Implementierungsprojekte. Ganz grob, man kann es nicht für alles und pauschal sagen, aber oft ist es doppelt so schnell wie ein klassisches Projekt mit einer klassischen On-Premise-Software. Ja, soweit mal ein Überblick über SuccessFactors, über die Cloud, über das Implementierungsprojekt.